Hallihallo. Ich habe da schon mal angefangen, einen Unterstand zu bauen für meine Ziegen. Eine Ziegenburg. Und jetzt geht es da weiter. Es regnet und regnet und regnet. Und ich schaue mir immer den guten Kai an. Kai Zornwetter. Und der hat gemeint, das wird nichts mit Heu machen im Juni. Dass der Wind das nicht auseinanderhaut oder umhaut, haue ich jetzt doch überall noch Baueisen rein. Die rosten schon gut unnachher mit der Zeit. Dann geht das nirgends mehr hin. Ja, nicht die Kamera ins Wasser hauen. Ich habe einen Krieg. Oder bin ich nachher selber schuld? Von Nägeln, wenn wir recht hernehmen, dann hilft ja nicht. We'll be right back.
war ein Wildstangelwerk. Aber zerlege sicher, das macht keinen Rührer mehr. Nichts mehr. Und das reicht schon. Da mache ich nachher, da kommt noch eine Ziegenleiter. Einfach so ein Baumel mit ein paar Stufen. Und die raufen, kommt noch daher, 1,5 Meter entfernt. Dann kommt da oben auch noch ein Dachel. So her. Und dann ist das für die paar Gassen ein super Unterstand. Die eine Seite drüben wird komplett zugemacht, alles andere bleibt offen. Dann ist die Wetterseite dicht. Ja, ist sie schon dran. Ist sie schon dran. Die Gas. Sie sind erfreut. Dann bin ich so. Anarchie ist ja nicht gierig. Unten rechts. Rechts. Da, ja genau. Die Katzen benutzen immer meinen Folientunnel als WC. Finde ich auch nicht so prickelnd. Da wieder zwischen die Auberginen. Erdbewegung von den Katzen. Die Sonne kommt einmal raus. Wir haben 9 Grad gehabt, jetzt gerade noch vor einer Stunde. Es regnet und regnet und regnet. Da im Tunnel ist es fein warm. Echt super. Die Gurken langsam entwickeln sie sich. Also die da, nicht die. Ich habe schon wieder, also ich habe wieder alles aufgebunden auf die blauen Schnüre. Das sind die Strohbänder von der Ballenpressen, der Bindegarn. Und da ich da immer nachher, wenn ich die Ballen auspacke, übrige Schnüre habe, die eigentlich im Müll landen würden, verwende ich die immer da zum Tomaten aufbinden, weil nachher haben die nicht nur einmal Verwendung, sondern eine zweimal Verwendung. Und danach landen sie im Müll und nächstes Jahr nehme ich neue. Genau. Und da herinnen tut sich schon was, weil es einfach echt ein paar Sonnenstrahlen nur braucht. Die Luffergurken, die ich in den Boden gepflanzt habe, haben es nicht geschafft. Alle weggefressen. Die hat es am längsten geschafft. Die da noch steht. Da, auch noch ein Strunk. Da ist gar nichts mehr da. Da drüben auch nicht. Genau. Aber ich habe da in die Töpfe noch zwei. Im Topf. Die werden es wohl schaffen. Physalis. Der Unterschied zu draußen ist echt krass. Ich habe draußen auch welche stehen. Und der Unterschied ist echt krass. Wie die herinnen anschieben gegen die draußen. Und da Zuckermelonen. Pepino, gelbe Wassermelone, steht da auch noch eine im Boden. Und da ist auch noch ein Pepino. Die aber irgendwelche Milben hat, so wie es ausschaut. Anständig auch noch. Mal schauen, ob es die schafft. Und die Tomatillos, Wahnsinn, die totalen Spinnengewächse. Also was die für eine langen und verwachsenen Triebe kriegen. Wahnsinn. Ich habe angefangen, die aufbinden. Das habe ich dann aber gut sein lassen. Die lasse ich einfach so wachsen. Wie die da. Blüten ohne Ende. Wahnsinn. Genau. Paprikas. Kremen A, Melanzani, Kremen A. Das wird schon im Tunnel herinnen.
Draußen schaut die Sache ganz anders aus. Da stehen die Physalis, die ich heraus hingepflanzt habe. Eins, zwei, drei, der Rhabarber. Naja, er kommt schon. Aber wir haben schon den, was haben wir denn heute, den 12. Juni, glaube ich. 12. Juni, 9 Grad. Also ehrlich, fragwürdig. Da, meine Baumkiller. Es haben ja echt ganz, ganz viele im Moment voll die Probleme mit Schnecken. Und ich muss sagen, ich glaube, dass auch das was dazu beiträgt. Weil da verstecken sich sicher Kröten. Habe ja schon mal welche gefunden im Garten. Oder gesehen, wo ich noch da so Holz liegen gehabt habe. Am Boden. Vom Insektenschutznetz. Habe ich da mit Holz das niedergeschmiert und da sind drunter Kröten gewesen. Und da kommt Gras ohne Ende in die Erdbeeren, aber in die Erdbeeren fällt das viele Wasser schon eigentlich. Nur bei den Früchten muss man halt echt schauen. Yay! Riesenerdbeeren. Noch nicht ganz brutal reif, aber essbar. Es lockert ein bisschen auf. Wenn eine Erdbeere nicht unter einmal im Mund Platz hast, ist auch okay. Und die Enten halt. Also die Enten vernichten sicher brutal viel an Schnecken und Schneckengelege. Also da kann ich nur sagen, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, Enten zu halten, die brauchen sie ja nicht. Die brauchen einfach ein kleines bisschen Bewegungsfreiheit, also Platz. Da, sie werden schon. Ich habe ja schon viele gegessen. Aber wegen dem Gras muss ich jetzt dann nochmal schauen. Dann schaue ich da ein Grasbeet und kein Erdbeerbeet mehr. So, und einige von den Erdbeeren müssen sich halt echt erst zu gescheiten Stöcken entwickeln. Die stehen ja noch nicht lang da. Aber sie produzieren schon echt reichlich. Ui, abgerissen. Ja, überall. Gibt eigentlich jeden Tag kann ich Erdbeeren essen. Nicht Unmengen, aber ein bisschen. Und echt keine angefressen. Bei den Zwiebeln schaut es halbwegs okay aus, muss ich sagen. Ein paar sind in Blüte gegangen. Da habe ich die Blüten ausgebrochen. Ja, sollte schon passen. Da, aber das sind die, was ich als nächstes gesteckt habe. Da kommen jetzt da bei dem Beet auch vereinzelt Blüten daher. Einfach abbrechen und dann sieht man schon, was draus wird. Da sind die Karöttchen. Super schön. Kein Unkraut. Und da habe ich mir echt nicht viel angetan. Die habe ich am Anfang eine Zeit lang nach dem Auflaufen, wenn das Unkraut ein bisschen größer ist als das Karottenkraut, geht es am besten. Da erwischt fast alles. Und nachher noch einmal. Und nachher braucht man da die restliche Saison vielleicht noch einmal was machen. Das war's. Genau, da Blaukraut und Salat. Weißkraut gefällt es auch gut, muss man sagen. Auch ein bisschen Salat dazwischen. Das einzige, was überhaupt nicht hin hat, da ist
Wirsing und Weißkraut und Salat. Grazer Häuptelsalat und Radicchio. Da habe ich, das ist noch Kopfsalat und Grazer Häuptelsalat. Da ist Kopfsalat und eben das Weißkraut. Und was heuer überhaupt nicht funktioniert, Brokkoli. Der hat irgendwann einmal zu kalt gekriegt. Der hat schon im Jungpflanzenalter angefangen, Rosen machen. Und die stehen kurz vor der Blüte. Also die werden gleich mal knallgelb sein. So wie der da. Der ist schon auch viel geschossen, der da auch. Und mein Unkraut, eben weil da steht jetzt echt viel Unkraut überall, da kann ich nachher wieder mal 2 Tage einlegen als jeden. Weil wenn es so nass ist, das ist ja nur ein Gatsch. Nur Letten. Und da macht es einfach keinen Spaß. Und du kannst es nicht liegen lassen, weil es wieder anwächst. Und das da ist noch Palmkohl. Der eigentlich auch ganz schön wächst. Und ein paar wilde Kartoffeln. Apropos Kartoffeln. Also das Patent von mir mit dem Häufelpflug, Kartoffeln pflanzen oder die Dämme machen und mit der nicht dazu passenden Spur vom Traktor, das haut nicht so ganz hin. Die wachsen eigentlich teilweise echt neben dem. Da habe ich einmal sowieso einen brutalen Hund reingehaut. Das werde ich nächstes Jahr anders machen. Da werde ich nur mit dem Pflug die 3 Rillen ziehen. Dann lege ich sie rein. Und dann mache ich mit der Schleppe das alles plan, dass sie zu sind. Und erst dann zum Häufeln kommt wieder der Häufelpflug zum Einsatz. Dann sollte es besser funktionieren. Aber sie kommen ganz gut. Bis auf das, dass da so viel Hirse und Melde wächst. Das ist ein bisschen abnormal. Und da ist noch Zucchini. Da kann man die Blüten auch noch wegtun, dass das mal nachher, wenn es mal ein bisschen wärmer wird, gescheite Pflanzen werden. Da. Tabak. Ich mag eigentlich keinen Kaffee mehr. So, wenn es möglich ist. Da auch ich. Sonnenblumen. Nachher da 2 Reihen Mais, Zuckermais und verschiedene Kürbisse auf der letzten Reihe. So, dann habe ich da noch meine paar Dämme und da oben der kurze Damm da. Also da einmal der ganz lange Kürbisse, der kurze da auch, sind auch nochmal ein paar Kürbisse, Zierkürbis. Genau. Die Berge zeigen sich leider nicht. Da oben ist alles weiß. Schneeweiß. Chickens. Muss jetzt dann auch wieder umsetzen. Eine fällt, wo ist sie? Ich habe da noch so eine braune Mixhenne. Die legt ein Ei gerade. Aber ich habe sie unter Verdacht, dass sie Eier frisst. Da ist aber auch nichts wieder rein. Und sie auch. Und da ist der Verdacht immer naheliegend, dass es genau die in dem Moment ist, die drinnen sitzt. Aber ich will niemanden falsch verdächtigen. So, genau. Und nach Heumachen schaut sie jetzt im Juni nicht mehr aus. Laut Wetterprognose. Was echt ein bisschen blöd ist.
Also das da oben habe ich mir überlegt, hinter dem Hühnermobil, hinter meinem Kartoffelacker, da werde ich wahrscheinlich Schwedenreiter machen. Das sind mehrere gespannte Drähte, auf denen man das aufhängt, wenn es so halb trocken ist. Das war früher Standard, wo ich klein war. Da hat es noch nicht so beständige Sommer gegeben, wie in den letzten 30 Jahren. Da war das gang und gäbe. Da sind die 3 Hektar, glaube ich, unter 6 oder 8 Mal gemäht worden. Und da ist übrigens meine Pilzkultur. Und da habe ich beim letzten Mal halt nachher, das ist irgendwie, da habe ich die Kamera in die falsche Richtung gedreht gehabt. Das ist untergegangen. Die habe ich alle noch mit Bienenwachs versiegelt. Mit warmem Bienenwachs. Das Schmelzen habt ihr gesehen, mit Heißluftföhn. Und dann mit einem Pinsel einfach zugestrichen. So sieht das aus. Was auch ungewöhnlich ist, der Kirschbaum fängt schon an, rote Kirschen zu produzieren. Also sie färben schon um, platzen aber auf. Und es ist eigentlich fast ein halbes Monat ist zu früh, dass die reif werden. Das weiß ich noch nie, dass die so früh reif werden. Vereinzelt gibt es auch schon Himbeeren. Gelbe. Und da habe ich ein Zäunchen aufbauen müssen. Kann man gut erkennen da, Schafzaun. Verzinkter Schafzaun. Wegen die Gänse, die haben wir in wann war das? 3 Jahre ist das schon her, glaube ich. Haben wir die Banausen alle Beeren angepflückt und grün schon. Und seitdem muss ich da halt immer ein Zäunchen aufstellen. Gelbe Himbeeren. Klasse. Da drinnen auch. Und bei mir, da hat sich halt einfach die gelbe Himbeere etabliert. Ich habe viel mehr gelbe als rote. Und da unten die Brombeere gebaut, ständig Gas. Ist zwar voll stachelig, das Ding. Extrem. Aber sie macht wahnsinnig gute Brombeeren im Vergleich zu der da drüben. Die sind sauer wie Zitronen, dafür hat sie keine Stacheln. Aber da mag ich lieber eine mit Stacheln, wenn die Früchte besser sind. Weil damit kann man sich schon arrangieren, würde ich sagen. Ich finde es gerade schade, dass sich die Berge verstecken. Der Pauli parkt in der Fußgängerzone vor dem Hotel Dünnschiss. Nein, Dünnschiss eh nicht, aber Schiss halt. Der Pauli hat nämlich gerade einen Gewaltsmarsch hinter sich. Die sammeln Spenden für Schule in Tansania. Also für einen guten Zweck ist der Bursche unterwegs. Guck. Und die Sigrid da, sag Hallo Sigrid. Hallo. Hallo Laura, schön, dass du heute da bist. Das ist die Initiatorin von dem Projekt Schule für Kinder in Tansania. Und ich baue in die Videobeschreibung unten einen Link rein. Wer spenden will, das kannst du da gern spenden. So, genau. Und ich bin heute auf einem Besuch da kurz von meinem Kumpel Hallo sagen. Und die gehen jetzt weiter. Wir sind nämlich von Munden bis Innsbruck, 365 Kilometer in knapp vier Wochen. Ja. Also echter Gewaltsmarsch. So. Voller Einsatz für die Kinder. Ja, total super. Der Pauli will schon unbedingt weitergehen. So. Er frisst einfach alles. Kann man alles essen, sagt er. Kranewitten, die riechen nach Wacholder.
agieren sie. Und ja, jetzt darf ich ungefähr 3 Kilometer Zug zum Auto in etwa. Da hat sich einer ausgetobt. Die totale Eisenbahn. Super schöne Heiseln stehen da noch, so alte, echt klasse. Ah, hast du einen Esel davor gesehen? Ja. Ja, genau, die gehen jetzt weiter. Und du gleich Hasen futtern? Ja. Die haben schon Charme, die Heiseln. Das da vorne habe ich mit Vorbeigehenden davon schon gesehen. Ah. Wenn uns die Leidenschaft überfällt, da hat da ein ganzes Heisel, gar nicht so klein. Ich glaube, das hat da alles seine Tauben zur Verfügung gestellt. Das Heisel da, das ganze Haus, das ist ein riesen Taubenschlag. Überall Kastellen und Gitter und Käfige. Da sitzen sie. Da oben auch. Manche sagen ja, es wären die Ratten der Lüfte. Und der Riesenrosen. Das da hinten, der Berg, das ist der Wilde Kaiser, das Wilde Kaisergebirge.